Fatale Irrtümer im Arbeitsrecht. Irrtum Nummer 35. Mit einem Widerspruch beim Betriebsübergang bleibt alles beim Alten. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Matthias Ferstl. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Referent bei der WAF. Wissen Sie, was vielleicht der gefährlichste Fehler aus Arbeitnehmersicht beim Betriebsübergang ist? Zu meinen, man müsse nur sein Widerspruchsrecht ausüben und zack, alles bleibt beim Alten. Denn richtig ist daran im Wesentlichen nur eins, nämlich dass das Arbeitsverhältnis im Falle eines Widerspruchs durch den Arbeitnehmer nicht auf den neuen Inhaber übergeht. Demzufolge bleibt der Arbeitnehmer also auch bei seinem alten Arbeitgeber angestellt. Aber der alte Arbeitgeber wird nach dem Übergang des Betriebs an den Erwerber in aller Regel was nicht mehr haben? Genau, eine Möglichkeit, den Arbeitnehmer sinnvoll zu beschäftigen. Der Betrieb ist ja jetzt weg. In der Regel führt dies dann dazu, dass der alte Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis aus betriebsbedingten Gründen beendet. Und das verstößt auch nicht gegen § 613a Absatz 4 BGB, wonach eine arbeitgeberseitige Kündigung des Arbeitsverhältnisses wegen eines Betriebsübergangs unwirksam ist. Denn die Kündigung des alten Arbeitgebers erfolgt hier gerade nicht wegen des Betriebsübergangs, sondern wegen der fehlenden Beschäftigungsmöglichkeit beim alten Arbeitgeber. Und hier die Faustformel für Sie zum Mitnehmen. Das ist wie bei jemandem, der keine Kritik verträgt. Widerspruch kann zur Kündigung führen. Mein Name ist Dr. Matthias Ferstl und wenn Sie mehr über fatale Irrtümer des Arbeitsrechts wissen wollen, dann abonnieren Sie doch diesen Kanal. Dankeschön.